Und mal Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Obi-Cast Kenobi, zu Folge 3 und 4 diesmal. Ja, wir haben uns überlegt, wir mischen diesmal 3 und 4, da 4 doch relativ, ja, relativ Nüchtern. minimalistisch ist. Es geht ja, ist ja tatsächlich eher eine, ich würde es jetzt als Filler-Episode bezeichnen, da ja wirklich der Story-Zusammenhang ist. Leia wird entführt und zurückgeholt. Deswegen werden wir jetzt, falls nötig, Informationen aus 4 schon in Folge 3 mit einstreuen und uns danach nochmal separat ein bisschen auf 4 konzentrieren. Wir fangen jetzt erstmal mit Folge 3 an, würde ich sagen. Ja, Melvin, möchtest du den Einstieg Ja, machen? möchte ich. Okay, und zwar haben wir am Anfang der Episode wieder, dass Kenobi halt nach Qui-Gon ruft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann wir endlich Qui-Gon Jinn sehen werden. Ja, es ist. Mittlerweile stellt sich die Frage. Es ist Mittlerweile stellt halt. sich die Frage. Es ist halt wirklich. Wie gesagt, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, müsste die letzte gewesen sein, glaube ich. Das Liam Neeson ist ein teurer Charakter, so, dann muss man sich leisten können, aber die Disney hat Kohle und ich denke mal, sie würden Obi-Wan ja nicht ständig hinsetzen und sagen, ruf nach Qui-Gon, wenn Qui-Gon überhaupt nicht auftaucht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass Qui-Gon nochmal, ja, Obi-Wan so einen kleinen Schubs gibt, sich nochmal mit Vader anzulegen. Wäre auf jeden Fall Ja. ganz cool. So, dann in der nächsten Szene sehen wir Vader, wie er aus dem Tank kommt. Und da ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, dass er ja beide Arme verloren hat. Also den einen ja gegen Qui-Gon, den anderen dann gegen Kenobi. Und da sieht man dann nochmal schön, wie er quasi so zusammengebaut wird und eigentlich nur noch. Du meinst den einen gegen Count Dooku? Ja, was habe ich denn gesagt? Qui-Gon. Ach Gott, ja, okay. Gegen Doku natürlich. Genau, und da finde ich, hat man aber gut gesehen, dass er eigentlich nur noch aus Oberkörper besteht und der Rest ist eigentlich weg. Genau, ja, es ist tatsächlich, ich hatte, ja, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte tatsächlich gedacht, gegen Count Dooku hätte er, also auch schon ein bisschen vorher, als ich den Film gesehen hat, hätte er nur die Hand verloren, aber hat er tatsächlich doch ihm den ganzen Arm abgeschlagen. Ich habe nochmal Ja. die Szene auf YouTube nochmal angeschaut und ja, also er ist tatsächlich ein armer Kerl, also das muss man halt wirklich sagen. Das ist ein armer Mann. Ihm fehlt halt alles. Das ist richtig. Sondern wurde er halt zusammengesetzt und hat man erst das erste Ja. Mal. Also es ist wirklich eine wahnsinnig geile Szene, meiner Meinung nach. Also auch, wie das mit der Synchronstimme von Anakin, beziehungsweise der wahrscheinlich im Englischen mit der Originalstimme von Hayden Christensen unterlegt wurde, wie er da zusammengebaut wird. Und dann hörst du eben dieses, sagt er denn da nochmal? Das weiß ich nicht. Ich kann mich nur an das Atmen Auf jeden Fall erinnern. so Sätze aus Episode 3, was einem absolute Gänse. Also. Wirklich, also ich habe richtig Gänsehaut bekommen Ja, bei der ich Szene. auch. Und Die dann, Szene war schon sehr nice. ja, kommt auch sehr mächtig rüber das Ganze. Und wie dann eben der Helm ihm aufgesetzt wird. Noch dieses Atmen. Was mir allerdings aufgefallen ist, der Helm wird seltsam aufgesetzt. Ich wusste nicht, dass Wie der. wurde nicht von vorne und Nee, hinten, der von wurde oben? von oben aufgesetzt. Was ich seltsam fand. Ich, War nicht eigentlich immer von vorne und hinten? ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob das so auch geht. Ich glaube, vielleicht Das geht es so weiß ich auch. Ich nicht. weiß nicht, ob es. Vielleicht, weil der Aber auch ich noch glaube in. fresh ist in dem Moment und Nee, dann ich glaube. später Obwohl, ich anders. glaube, es gab in Teil 4 auch eine Szene, wo er mal den Helm von oben hat aufgesetzt bekommen. In den Ja, alten Episode Filmen. 5. Episode 5. Ja. Ja. Wo dann der General zu dem kommt und Ja, sagt, mit der genau. Sonde, Da ja, war ja, okay. glaube ich, auch von oben. Ja. Also offenbar geht beides. Geht, ja, okay. Sieht nur dramatischer aus, wenn es von hinten und dann von vorne ist. Genau, Das Gesicht. Das Gesicht Vader gezeigt. So. wird dann zusammengesetzt und dann redet er mit der dritten Schwester. Und die dritte Schwester strebt nach wie vor nach dem Posten des Großinquisitors. Genau. Und die Frage ist nach wie vor, ob sie einfach nur Kenobi kennen will oder ob es da noch Ich eine glaube, wir müssen noch, Backstory gibt. ja, wir müssen noch mal kurz über Vader Kurz reden. über Vader reden, Ich okay. finde Vader, also eine Sache, die richtig gut ist, ist Vader in dieser Serie, meiner Meinung nach. Weil Vader ist wirklich so, wie man Vader haben wollen würde. Ja. Vader ist nicht irgendwie zu nett oder sonst irgendwas, nicht irgendwie. Weiß ich nicht, der ist genau richtig, genau so böse, wie er sein sollte und so unnahbar, wie eben schon damals in den alten Filmen und ja, auch hier in Rogue One, ne? Das hat man, also da muss man halt sagen, das wurde sich bewahrt. Das finde ich echt gut. So wie er sein sollte, ziemlich brutal und Ja. schlachtet einfach alles ab. Und ich glaube, in der deutschen Version hat er auch die Stimme von Hayden Christensen bekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also so mit dem ist halt sehr verzerrt, aber. Ja, ich
Also vom Hören her ist es nicht die Synchro-Stimme wie aus 4, 5 und 6. Weil wenn man die alten 4, 5 und 6 guckt, bevor die neu aufgelegt wurden, ist die Synchro-Stimme auch nochmal anders. Weil die von 4, 5 und 6 ist die Stimme von Optimus Prime, glaube ich. Ja, okay. Und die Ja, jetzt das ist glaube wieder anders. Sie ist nicht schlecht, aber vom Hören her ist es trotzdem eine andere. ich. Ja. Aber ich glaube, es ist die Stimme von Hayden Christensen in der deutschen Version. In der englischen höchstwahrscheinlich auch. Er spielt den ja. Gehe ich mal stark Würde von sich aus. anbieten. Da haben sie wahrscheinlich in der deutschen Synchro, ich mal, auch die Stimme genommen. Ich Ja, die muss Stimme passt sagen, auf jeden Fall. findest du? Ich finde sie in der deutschen Ja? zu hoch. Ja, ich finde es zu Hoch. ja, ich finde sie nicht so super passend. Das ist irgendwie. Liegt an den Maschinen. Ja, sie klingt auch, klingt mir fast schon ein bisschen zu jung. So, ich weiß nicht. Also, das ist aber Geschmackssache. Die englische Stimme ist dafür sehr, sehr geil. Bei Hayden Christensen ja, glaube ich, auch eine relativ tiefe Ja. Stimme hat. Das Das passt stimmt. ziemlich gut. Okay, gehen wir wieder zurück zur Episode. Ja. Okay, dann das nächste, was passiert ist, Leia fragt Kenobi, was denn die Macht ist, und dann macht er so ein schönes Beispiel mit dem Licht, wie sich das anfühlt. Ja. Und danach landen die dann auf dem Zielplanet Mapuso. Dieser Wüstenplanet, ja. Genau, dieser Wüstenplanet, da wo die dann erstmal zu Fuß rumlaufen zum Standort. Genau. Und währenddessen hat Kenobi wieder Flashbacks von den Sachen mit Anakin. Und dann sind die erstmal auf dem Weg zu dem Standort, wo die hin sollen. Die dritte Schwester währenddessen kehrt in die Basis der Großinquisitoren ein. Und das finde ich ganz cool, dass sie das quasi eingebaut haben, weil eigentlich kennen wir die bisher nur aus Jedi Fallen Order, wo die Basis dann in die Luft fliegt. Ja, finde ich auch. Sieht auch ziemlich geil aus an sich. Ach so, und Vader sehen wir ja tatsächlich in seinem Schloss schon zum zweiten Mal. Das gab es Ja, ja auch immer in Rogue One. Habe ich mir auch stimmt. noch mal die Szene angeschaut. Da ist mir halt auch erst aufgefallen, dass es in Rogue One tatsächlich auch dieses Schloss, Vaders private Gemächer sind im Aber ich Endeffekt. meine, in Rogue One ist das auf Mustafar. Ja. Weil da kommt ja, ich weiß leider den Namen von dem General nicht mehr, der dann da reinkommt und dem Vader dem redet und dann wirkt Vader den auch kurz und lässt ihn dann wieder fallen, weil der sich im Ton vergriffen hat. Ich meine, das ist auf Mustafar. Also das ist Das ist. Direktor Krennic, glaube Genau, ich, heißt ja, der. Ja, das ist richtig. dieser, genau. Der den Todesstern Ja. beaufsichtigt hat. Der war auch für seinen Bau verantwortlich, Ja, oder? Ja, gebaut war hat ihn er. ja Erso Jyn, nee, Aiden, nee. Der Vater von Jyn Erso hat ihn ja gebaut. Jetzt frag mich nicht mehr, wie der Vater mit Vornamen heißt. Weiß ich nicht. Okay. Das ist kompliziert. Ist es kompliziert? Es ist kompliziert, vor allem, naja, Okay. auch schwierig zu merken, diese ganzen Namen manchmal, aber gut. Ja. Auf jeden Fall läuft die dritte Schwester dann in der Großinquisitor-Basis rum und wir sehen, wie sich der fünfte Bruder und die dritte Schwester um den Posten des Großinquisitors. Ich hoffe, man hört die Waschmaschine nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben gerade eine Waschmaschine im Hintergrund Ja. laufen. Genau. Naja. Sie wird immer lauter, das ist halt Ja, ich mache eben die Tür quasi zu. der Währenddessen kannst du Sinn. das Skript weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt im Skript sind. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, die du hier aufgeschrieben hast. Die sind ja schon, also der fünfte Bruder und die dritte Schwester sind sehr am Rivalisieren in der Serie. Ich bin da auch mal gespannt, was das noch für Konsequenzen geben wird. Offenbar. Also ich warte nur darauf, dass sie sich alle gegenseitig betteln, nämlich der fünfte Bruder Ja. gegen Reaver und dann bringt Vader beide um. Keine Ja, Ahnung. ich bin gespannt. Der nee, Riva wird bestimmt, ach, die wird bestimmt so ein Happy End bekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist so. Gerettet von Kenobi, doch noch die Macht, die Seite gewechselt. Ja, das würde mich nicht überraschen, ehrlich gesagt. Wenn das fände ich auch nicht so toll, irgendwie. Nee, für den Charakter Wenn, halt zerstören, aber ich denke das nicht, dass sie die bedingt. Seite wechseln wird. Ja, ich will. Man wird sehen. Ich Ja. fand sie in Episode 4 jetzt, die aktuellste Episode, fand ich sie tatsächlich teilweise ein bisschen zu nett. Irgendwie, ich weiß nicht, da gab es eine Szene, die ich seltsam fand. Und zwar, Ja. du erinnerst dich ja, wie heißt denn jetzt nochmal die eine, die den beiden da geholfen hat, die Obi-Wan und Leia geholfen hat? Meinst du die Schauspielerin, die auch bei Game of Thrones mitmacht? Ja. Ja, ich weiß den Charakternamen leider nicht Ich mehr. leider auch nicht mehr Die gerade. Officerin da gespielt hat. Ja, genau. Lieutenant, Ja. keine Ahnung. Die hat sich ja praktisch Rüber gestellt? Reaver gestellt, ja.
ich weiß nicht, sie hat sie erstmal weglaufen lassen mit Obi-Wan, um Ja. ihr dann hinterherzulaufen und sie Ja. dann mit den Klonen abzufangen. Ja. Warum? Warum hat sie sich nicht direkt umgebracht? Weiß ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Dann hat sie die ja auch verhört. Ah, nicht so Und eigenartig dann, irgendwie. obwohl sie die Macht benutzt hat, konnte sie bei dem Verhör nicht raushören, ob sie die. Also sie hat gemerkt, dass sie lügt, aber sie hat nicht gemerkt, in welchem Sinne. Ja, keine Ahnung. Ja, Also ich aber dachte eigentlich, die stirbt. ich fand es trotzdem sehr seltsam. Naja. Wie gesagt, in solchen Situationen finde ich Reva tatsächlich ein bisschen zu nett. Ich meine, was würde Vader tun, wenn er. Er wirkt. Ja, eiskalt. So. Ripp. Allein wenn die reingekommen wäre und die bei Ja. der Folter gestört hätte, dann hätte er die direkt Weggemacht. weggechoked, ja. Ja. Sein Wirgegriff. Also ich weiß sie nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also in Folge 4 muss ich ehrlich sagen, Reva schwächelt ein bisschen. So mein Eindruck gewesen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, das hört wieder auf. Das ist, ja. Ich denke, die wird sich in 5 oder 6 auf jeden Fall mit Kenobi nochmal betteln. Wir werden sehen, was passiert. Da bin ich halt euch mal gespannt, Oder was die noch für eine Rolle einnimmt. Ich Kenobi weiß. rennt wieder 2 Folgen lang weg und dann ist vorbei, man weiß Ja, es offenbar hat sie nicht. sich ja vor Vader den Arsch gerettet, wo man halt auch sagen muss, es war halt super knapp und das war auch so eine geniale Szene, wo Vader einfach wütend wird. Das ist. Ja. Wann sieht man das mal? Gibt es irgendeine Filmszene, wo Vader wirklich wütend ist? Vorher? Nee, das Erste, an was ich jetzt denken musste, war Kylo Ren, der in seinem Schiff ausgerastet ist. Ich glaube, Ja, ansonsten. aber Vader, wo der so auf einmal so. Doch, 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 in Episode 3, wo der Vater des Padme gestorben ist. Also eher Der traurig. trotzdem wütend und Ja, macht alles kaputt. das stimmt. Aber er ist halt so. Normalerweise ist Vader immer so gechillt, sagen wir mal. Er ist halt sehr, Ja. ja, relativ entspannt. Und dann läuft er auf einmal so schnell und die Musik ist so laut und dann schreit er so rum und du denkst dir einfach nur, ach du Scheiße, Vader ist pissed und Ja. die Kacke ist am Dampfen. So. Also, darf ich Das das hier überhaupt stimmt. sagen? Ja, natürlich. Oder kriegen wir einen Strike? Nein. Ich kenne mich gar nicht, ich kenne mich mit den Strike gibt es nur YouTube-Richtlinien bei überhaupt nicht aus. Urheberrechtsverletzungen oder wenn du ganz böse Dinge sagst, aber das tun wir hier ja nicht. Schimpfwörter sind erlaubt. Okay, na gut. Na gut. Okay. Nicht, dass du am Ende überall Piepsen drüber legen Nein. musst. Ich auch sofort für. Okay, gehen wir zurück zu Episode 3 zu unserem Skript. Und zwar als nächstes, was passiert ist, dass die Sonden ausschicken, um Kenobi zu suchen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sagt Reva, dass die entweder alle Sonden ausschicken sollen, die da sind, oder alle Sonden, die sie haben. Letztendlich fliegen nämlich nur 3 weg. So, und ich denke mir so, wenn das das Hauptquartier der Inquisitoren ist, warum haben die nur 3 fucking Drohnen? Nicht 600 oder 50. Eine interessante Frage. Schicken die auch die Drohnen, die wir haben. Ganze 3. Ja, da habe Vielleicht ich mir bei gab es auch nur 3 Zielplaneten, das weiß ich nicht. Aber das, keine Ahnung, habe ich mir der. irgendwie. Weil du siehst ja dann diese Szene, wo die ganzen, wo dieses Lager, dieser Lagerraum Also, ich kann ist. mich daran tatsächlich jetzt nicht mehr erinnern, was Okay. sie das gesagt hat, beziehungsweise ob sie das gesagt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es ist eine Ungereimtheit, aber vielleicht. Vielleicht achte ich Ja, auch zu sehr auf vielleicht. Details. Aber Okay. wofür brauchen die auch so viel, würden die auch so viele Drohnen brauchen? Normalerweise, das Ding ist ja mitten im Meer, warum sollte da jemand ungebetenes hinkommen? Nee, die Drohnen sind ja dafür da, um zu suchen. Ja, ich weiß. Ja. So, und wenn ich jemanden suche, habe ich doch nicht nur 3 Drohnen. Ja, aber die haben noch ganz viele Klone da und so zum Suchen. Ja, die sind ja super. Ja, Die kennen wir da ja. kommen wir gleich drauf zu Ja. sprechen, wie gut die sind im Jedi Beziehungsweise erkennen. Stormtrooper, Ja. So, jetzt beziehungsweise. springen wir nämlich wieder zu Kenobi und Leia, die bei den Koordinaten ankommen. Da ist aber keine Sau. Und dann fährt dieser Alien mit seinem Treckerbus da vorbei und nimmt die da mit. Geil. Obi-Wan wieder sagt zu Leia so, jo, du hältst die Schnauze. Das Erste, was Leia macht, ist die Konversation führen und Ja. Kenobi ist ruhig. Ja. Kenobi ist sehr durchsetzungsfähig, wie wir sehen. Ne, wie schon bei Anakin, nämlich gar nicht. Durchsetzungsfähig. Ja. Ja, das stimmt, aber bei. Ja, Er bei war bei Anakin Anakin auch. immer so ein bisschen, ja, war nie wirklich Nein, der strenge nein, Meister. ja. Anakin tut es nicht. Ich tue es trotzdem. Okay. Schade. Ja. Warum hörst du nicht auf mich? Aber Aber mach mal. mach mal, Ja, genau. so, ja, stimmt. Aber so ist er halt. Ich meine, Ja. was soll man machen? Aber Leia ist ja nicht so missraten wie Nee, das ist richtig.
Der werte Herr Wie ihr Vader. Vater. So, auf jeden Fall werden die beiden da mitgenommen und dann gibt es eine schöne Szene, wo die Kamera hinten auf das Fahrzeug schwenkt und dann siehst du schön die Flagge des Imperiums, wo dir dann quasi nochmal klar wird, was für dunkle Zeiten das gerade sind und dass er anscheinend auch ein Anhänger von dem Ganzen ist, was sich dann auch später in der Konversation herausstellt. Ja. Und dann nimmt er die halt mit zum, ich glaube, Raumhafen ist das. Und dann hält er Frage nochmal, ja. ist natürlich, ob man eine Flagge an seinem Wagen hat, wenn man ein Anhänger ist oder eventuell das auch eine gewisse Pflicht ist, diese Flagge Wie ein zu. Nummernschild. Ja, genau, dass du das halt musst, wenn du, weiß ich nicht, so als öffentliches Verkehrsmittel unterwegs Ja, bist. das, was du jetzt sagst, ist richtig, aber also im Laufe der Folge sagt er ja selber, dass er Anhänger des Imperiums ist und Ja, das gut das stimmt findet. Ein bisschen allerdings. Ordnung schadet ja nicht, sagt er ja so, ne? Das So stimmt kumpelhaft. allerdings. Ja. Ja, das ist das, was er gesagt hat. So, wir fahren die dann zum Raumhafen und sammeln Sturmtruppen auf. Und da kommen wir auf das zu sprechen, was du gerade eben meintest, von wegen, dass die Sturmtruppen ja gut sind, um Jedis zu erkennen. Gar nicht, ne? Da sitzt ein Mann vor dir in Robe. Kennen Sie diesen Kenobi? Nee, den haben wir nicht gesehen. Beziehungsweise die sagen ja, ob sie den Jedi gesehen haben. Okay, aber Robe ist. Ja, aber wenn du jetzt ein, also ich, Robe. die hatten doch trotzdem bestimmt ein Bild von dem, wie er aussieht, und haben ihn ja trotzdem nicht erkannt. Aber der Das Druide schon. stimmt Das ist der allerdings. Vorteil von den Druiden. Das ist ein bisschen seltsam, aber gut, die Gesichtserkennung ist natürlich auch nochmal. Ich meine, das Bild, wir haben ja auch selber schon ein Bild in der Serie gesehen. Das Bild ist natürlich von das Bild von vor 10 Jahren. Also so wie Obi-Wan vor 10 Jahren aussah. Ja, er ist älter Und geworden, er ist hat ein bisschen älter mehr geworden. Bart bekommen. Und eine Robe ist ja noch lange kein. Das hatten wir ja schon einmal in der Folge. Klar, es ist ein bisschen. In der Serie ist Obi-Wan der Einzige, der eine Robe trägt, aber natürlich ist in diesem Universum Das stimmt Obi-Wan natürlich. nicht der Einzige, der eine Robe trägt. Eine Robe ist. Ich glaube, das tragen viele. Ich glaube, das ist schon So. so ein Style, so ein typischer Bauernstyle. Ich meine, hier, diese ganzen Sandläufer, die tragen auch alle Roben und Alles Jedis. sind alles Jedis. Ja. Deswegen noch kein Neben. Anakin abschlappen. Okay. So, dann kommt es noch zu einem Versprecher, wo er dann zu Luma Leia sagt und die Klonkrieger dann aufhorchen und dann rettet er sich noch dadurch, dass er sagt, so, ja, das war die Mutter und so weiter. Wo ich mir auch dachte, so, okay, das könntet ihr eigentlich auch weglassen können, ne? Weil entweder macht ihr dann Action oder lasst es sein. Ja, Ja, naja, dachte ich mir jetzt. nee, finde ich nicht. Ich finde, Okay. es ist schon okay geschrieben. Ich meine, naja, das macht halt einen Spannungsbogen. Warum sollte man das nicht drin Okay, reinschreiben? ja, okay. Glaube, so werden Filme gemacht, ja. So Ach werden alle anderen so! Filme auch gemacht. Das muss man Mein gar nicht so Fehler. Muss einfach hinterfragen. mehr Filme machen. Ja, du musst mehr Filme machen, Ja. Melvin. Okay. Dann, was ich mich gefragt habe, warum macht er nicht so coole Jedi-Gedankentricks? Oder kann er das einfach noch nicht? Oder er hat es verlernt? Obi-Wan? Ja. Also offenbar kann er Glas zusammenhalten und Ja. spielt sowieso jetzt irgendwie wieder ständig mit der Macht rum. Also Ja, langsam kommt er wieder ins er Business. kommt langsam wieder ins Business, genau. Und es ist halt, vielleicht war er sich nicht sicher, ob er es schafft und Ja, ob aber sie. die Frage beantwortet sich eigentlich in der vierten Episode, Was ich auch weil. nicht weiß, kann man alle gleichzeitig mit der Macht. So, die Gedankenkontrolle Ich denke auf mal. drei Klone gleichzeitig anwenden. Ich weiß nicht, wie schwer sowas Wenn ist. zwei klappen, klappen auch drei, weil in der vierten Episode macht er das ja bei zweien, dass sie in die andere Richtung laufen. Ja, bei. Ne? Sie haben ihn ja fast und dann macht er seine Bewegung und dann rennen die aus der Tür Das raus. stimmt allerdings. Ja. Okay, Naja, und dann okay. coole Szene, coole Info vielmehr, dass Kenobi einen Bruder hat. Ja. Da Da hat man war ich auch natürlich erstmal so, okay, interessant. mutig vor allem. Wer ist das? Lebt ihr überhaupt noch? Ist das überhaupt relevant oder war es einfach so, ja, wenn man das ja einen Bruder hat? Ist vor allem mutig für eine Serie, so eine Ja. Behauptung aufzustellen. Ja. Ich Weil wusste ja schon, Kenobi hat einen Bruder. vielleicht wollten sie auch einfach nur ein bisschen, Familien Hintergrund schaffen. genau, und generell ein bisschen Substanz, mehr Substanz reinbringen, weil. Ja. Viel Substanz kann die Serie jetzt nicht bieten, außer dass Darth Vader oder beziehungsweise außer dieses Zusammentreffen von Darth Vader und Obi-Wan, worauf alle sich freuen und worauf Ja. alle warten, weil wir wissen ja, wie es ausgeht. Also Ach, richtig. wir wissen, wer am Ende noch lebt. Es wird niemand sterben. So, das Ja. wissen wir jetzt schon. Wir wissen, Leia wird überleben, Obi-Wan wird überleben, Vader wird sowieso überleben und ja, es ist halt.
Es ist halt eigentlich schon klar, was passiert, deswegen viel Substanz kann da eigentlich nicht bleiben. Und man muss sich halt auch, klar, man muss sich halt auch nach dem richten, was gesagt wird in Teil 4. Das wird ja auch gemacht. So, dann als nächstes treffen die auf den Kontrollpunkt auf dem Weg zum Raumhafen, wo dann der Suchdroide kommt. Und ich mir denke, als er den gesehen hat, warum hat er ihn nicht einfach sofort erschossen? Also dann käme es gar nicht zu dem Schritt, dass er erkannt worden wäre und hätten vielleicht mehr Zeit für die Flucht gehabt. Aber er wartet ja quasi, bis der Suchdroide vor ihm ist, Ach, du ihn meinst die, erkennt, ja. anschlägt und dann macht er ihn erst kaputt. Dann ist aber eigentlich schon zu spät. Naja, das ist halt auch nochmal eine Spannungskurve, ne? Das ist halt, du musst halt, Und ja. Ja, ist Entspannungskurve. halt so, so werden Ich Filme glaube ja, eben wenn so. ich das Skript geschrieben hätte für einen Film, wäre er nach 10 Minuten Wollte ich gerade mal fragen, vorbei. wie hättest du es geschrieben? Das ist ja. Ich hätte geschrieben, dass er die beiden Klontruppler überwältigt, den Druiden abschießt, die dann ein Signal bekommen, so, jo, wir haben den Kontakt zu dem verloren, oder hätten sie sich auch auf den Weg gemacht, aber dann wäre vielleicht nicht Vader persönlich dahin gegangen. Er wollte Aber dann hätten wir die vermutlich, coolen Szenen am Ende nicht gehabt. aber er würde, wenn er hat ja, also dieser Suchdroide hat ihm ja keinen Ausweg gelassen. So, als er Nee. ihn erkannt hat, musste er handeln. Hätte er früher gehandelt, hätte er willentlich oder beziehungsweise mutmaßlich Leia in Gefahr gebracht. Weil die stand ja direkt neben ihm und wenn die da alle am Rumballern sind, das galt Aber es die schon ballern zu ja dann danach vermeiden, würde ich rum. sagen. Was? Die ballern ja dann danach rum. Ja, aber dann ging es ja nicht anders. Wäre Ach es nicht so. vermeidbar Also gewesen. er hat quasi Er darauf, hat er die. hat damit gepokert, dass er nicht erkannt wird. Genau. Okay. Weil er schon 10 Jahre älter ist oder sonst irgendwas. Aber natürlich, klar, ich denke immer davon aus. Das ist der Grund, weshalb er so gezögert hat. Und weil er halt auch einfach noch schüchtern ist. So. Er Natürlich. ist halt, ja, er ist halt einfach nicht noch nicht. Er hat seine alten Kräfte noch nicht wieder. Wahrscheinlich war er auch am Zweifeln, ob er es überhaupt, ob er die Klone überhaupt überwältigen kann. Weißt du, woran ich immer denken muss, wenn Kenobi einen Blaster in der Hand hat? Wenn, als er zu Anakin gesagt hat, das ist dein Leben. Zu dem Lichtschwert. Ja, und er selber benutzt ja nur den Blaster. Ja, Ja. naja. Ja, es ist auch interessant, Obi-Wan mal mit einem Blaster zu sehen, Als mit seinem als mit seinem. Leben. Ja. Ja, das hat er ja Ja. weggesteckt. Okay. Dann tötet Kenobi auf jeden Fall alle bis auf den Fahrer. Den lockt er einfach aus, weil der einfach nur Fand die Szene schön, wo der eine Klon da in dieses geteilt wird. Gitter fällt und dann ja, dieses Lasergitter fällt und geteilt wird. So, ja. Genau, dann kommt die Verstärkung. Und da haben wir dann unsere Verbündete, die Kenobi den Arsch rettet und die drei Klontruppler da mal eben erschießt und dann mitnimmt in ihr Versteck. Spionen. Ja, das fand ich auch nett, sie zu sehen. Und so danach, Bin immer genau, froh, wenn ich Leute aus Game of Thrones sehe. Ich weiß nicht wieso, ja. aber irgendwie freue ich mich dann immer. Zwar, und es ist ja tatsächlich so, dass relativ viele Leute aus Star Wars vorher in Game of Thrones mitgespielt haben. Zumindest in Ja. den Serien. Hier, Mandalorianer ist halt auch, Stimmt. der hat auch in Game of Thrones mitgespielt. Apropos Game of Thrones, es geht weiter im August, ne? Mit House of the Rings. Echt? Nee, wird die Geschichte der Targaryen erzählt. Okay, naja, nee. Ach so, doch, das habe ich gehört, ja. Ja, Wie? nee, Nee. nix. Aber bist du hyped da drauf oder nicht? Nö, überhaupt nicht. Natürlich Gut. nicht nach Episode, nicht nach Staffel 8. Auf keinen Fall. Ich mir gar nicht angucken, den Scheiß. Sorry, aber du schon? Bist du hyped? Ja, hast du die Trailer nicht gesehen? Doch, ich habe den Trailer gesehen, aber es hypt mich halt nicht, weil ich weiß, dass es nicht mehr auf der Buchvorlage beruht. Ach, scheiß Bücher. Nein, Bücher sind gut. Ja, Die okay, Serie war aber gut, bis die Bücher. das heißt ja nicht, dass die Serie jetzt vornherein schlecht ist. Ja, ich werde sie mir wahrscheinlich angucken, aber Also. gehypt bin ich überhaupt nicht. Okay. Ich habe eher Angst. Ich habe eher Angst, dass die Serie, ja, also meiner Meinung nach, Staffel 8 hat schon die Serie, ich will nicht sagen zerstört, weil ich, so genauso wenig haben die Sequels für mich Star Wars zerstört, auch wenn sie Ich scheiße wollte gerade waren. Das sagen, ist, schlag den Bogen mit dir wieder zu genau, aber es Star ist, nur weil etwas existiert, ist nicht der andere Kram auf einmal schlechter oder irgendwie. Klar, es verliert ein bisschen an Bedeutung, aber für mich existiert das überhaupt nicht. Das heißt, Okay. für mich existiert weder Staffel 8 von Game of Thrones, noch existieren für mich die Star Wars Sequels. Das existiert einfach nicht. Das ist nicht Kanon. Das gibt's nicht. Fertig. So. Dem würde ich mich anschließen. Ja. Okay. Wie kommt denn Obi-Wan in dem Unterschlupf an und wie findest du den neuen Druiden? Ned B heißt der. Ach, den fand ich Ich fand den auch süß. cool. Auch wenn er den. Zwei Klonen da drin, fast Mit dem mit so einem Schraubenschlüssel, ja. Kurz Schraubenschlüssel kaputtgeschlagen. die Helme eingedutscht hat. Und der erinnert mich an den Sicherheitsdruiden aus Rogue One, der Schwarze.
Ja, hat er mich auch daran erinnert, Ja, so tatsächlich. vom Design, vielleicht war es auch die Vorlage dafür, ich weiß es nicht. Und dann wird der Planet Jabim angesprochen. Und ich habe in meinen Star Wars Empire War Let's Plays habe ich den Planeten immer Jabarim genannt. Der heißt aber jetzt Jabim, jetzt weiß ich auch warum. Genauso wie Sullust, habe ich auch mal Sullust ausgesprochen, aber wenn ich wusste, wie ich einen Ja, scheiß das habe ich Planeten gesehen. Ja, ausspricht, es ist ja auch schwierig ne? manchmal. Klar kann ich den Google-Übersetzer den Namen eingeben und dann auf Aussprechen drücken, dann sprechen die ja trotzdem Ich nicht habe richtig aus. Hot früher auch Hood genannt. Ja, oder Hot. Oder Hot. Bei Hot ist ja dann, glaube ich, nur komplett Ja. deutsch. Weil in der Film sagen die, glaube ich, auch Hot. Hot. Schlacht um Hot. Naja, weiß ich nicht mehr so genau. So, genau, dann kommen Das die ist natürlich auch rum. die deutsche Synchro immer. Ja. Die sprechen sowieso manche Sachen so lustig aus. So, dann kommen wir die Sturmtruppler und Ja. kontrollieren das Haus, finden aber nichts. Und dann macht die Dame, die die beiden gerettet hat, eine coole Anspielung. Und zwar sagt sie, dass Leia später eine gute Kämpferin sein wird. Wenn man dann so an Hä? Leias spätere Geschichte denkt, dann stimmt das eigentlich schon so, ne? Erst für die Rebellion, dann für den Das stimmt Widerstand. allerdings, ja. Ja. Naja. Dann hat. Aber. Ja. Ja, man muss auch ehrlich sagen, Leia ist in der Obi-Wan-Serie. Die wirkt schon wie so eine spätere Kämpferin. Das ist Also, richtig. die ist sehr Tough. auch tough, aufmüpfig und auch so ein bisschen frech. Und schlau, sehr schlau auf Und jeden sehr Fall. schlau. Sehr, sehr schlau ist sie. Ja. Aber ich finde sie trotzdem ganz niedlich. Ich weiß nicht, es ist, muss man ja nicht immer so haten, nur weil ihr Kind nicht, sich nicht unbedingt wie 10 Jahre benimmt. Das ist ja trotzdem, man merkt schon teilweise, dass sie an Reife fehlt. So. Ich soll erst 10. Ja, aber die Leute, also ich hatte oft das Gefühl, dass viel so getan wird, als wäre sie so ein absolutes Superbrain, aber sie ist auch manchmal ein bisschen doof. So, es ist schon so. Also Ja. klar, sie kann gut kommunizieren, das kann sie. Sie hat eine Stärke in Kommunikation, was ja auch für eine zukünftige Prinzessin wichtig ist. Aber Definitiv. manchmal macht sie einfach Sachen, die nur ein Kind tun würde. Ja. In dieser Stadt, wo Obi-Wan sie mitnimmt, zu fragen, kannst du mich schweben lassen? Ja, Klar, ich bin genau hier, um ein kleines Kind zu belustigen, so, weißt du? easy. Es ist halt, Der ja. ist eigentlich Clown oder so. Ja, nee, ach, stimmt, finde ich das nicht. Also super smart ist sie ja auch nicht. Sie ist halt, Ja. aber sie ist sehr kommunikativ und sehr, sie kommuniziert sehr intelligent. Das ist So, das richtig. muss man sagen. Wo waren wir? Wir waren dabei, dass die Klontruppler, dass die Sturmtruppen das Versteck kontrolliert haben, nichts gefunden haben. Danach hat Knobi wieder einer seiner posttraumatischen Belastungsstörungen, wieder ein paar Flashbacks. Und dann ist es aber immer dunkel draußen. Ja. Ne? Die Sturmtruppen sind drin, kontrollieren, es ist hell, zack, ist es dunkel. Was geil ist für das, was gleich kommt, aber wie schnell war denn bitte die Sonne weg? Da Aber war ich ein bisschen verwirrt. ist das nicht in der Wüste so irgendwie? Dass es direkt dunkel wird. Es ist Helligtag und in der nächsten Szene nach der Ich muss nochmal posttraumatischen gucken. Belastung, Ich vielleicht habe ging die auch 10 irgendwann mal Stunden. sowas gehört, gelesen. Aber kann auch sein, dass ich das jetzt verwechsel damit, dass es in der Wüste nachts ultra kalt ist. Das ist Ist ja auch der richtig. Fall. Aber Fand ich das ein bisschen weird, dass es mal komplett dunkel gut, ist. wer weiß, wie schnell sich der Planet dreht, ne? Es ist halt bestimmt Ja, auch von mein Planet zu Planet Fehler. unterschiedlich. So, ja, weiß ich ja nicht. Ah, gut, So, das wird und dann natürlich. haben wir eine geile Szene. War schon ein bisschen dämlich, weil ich gerade nicht Ja, weiter. egal. Auf jeden Fall haben wir dann die geile Szene, wo Vader ankommt. Und dann läuft er die Ja. Straße lang und killt einfach wahllos Menschen. Ja, das ist natürlich dann. Ja, da merkt man halt auch schon wieder So eine so. kleine Machtdemonstration. Ja, man versucht sich halt auch so ein bisschen an Teil 5 zu orientieren, weil Ja. Vader wurde damals. Ich weiß gar nicht, dass das so vielen aufgefallen ist. Es ist halt auch tatsächlich alt. Dieses alte Filmmaking, es ist mittlerweile nicht mehr so richtig ernst zu nehmen, was da passiert. Aber man sieht, man kopiert diesen Horrorstil, den Vader damals hatte, weil Vader war damals so dieses. Das hat schon so was Monsterhaftes. Ja. Weil der eben so groß ist, schwarze Rüstung, ist wie so ein schwarzer Ritter und ganz undurchdringlich und ganz, ja, weiß ich nicht, vermummt. Und das hat man wieder ausgegraben, dieses Feeling. Und ich finde, das kommt richtig gut. Also er kommt mal richtig böse rüber. Auch wie die Leute fliehen und so. Ja, Das das ist stimmt. so gut gemacht, meiner Meinung nach. Und man hat halt auch, man sieht halt auch in den Gesichtern von den Inquisitoren, dass sie halt einfach richtig Respekt haben vor dem. So, keiner würde sich irgendwie mit dem anlegen, weil es halt auch komplett hoffnungslos ist. Außer Obi-Wan. Der muss nur den Highground haben, dann kriegt er 1000 Stats auf Angriff. So. RIP. Ja.
Und dann ist das auch das erste Mal, dass Kenobi quasi Vader in echt wieder sieht. Und dann guckt er aus dem Fenster und sieht ihn, die Menschen da Walrus töten. Und dann gibt es die eine Szene, wo Vader jemanden gerade tötet und Kenobi steht quasi ums Eck und guckt ihn an. Vader guckt da hin und Kenobi ist weg. Also ich glaube schon, dass Vader Kenobi gespürt hat in dem Moment, Ja, mit dass er auf Sicherheit. jeden Fall Er hat da ihn die ganze ist. Zeit gespürt, deswegen hat er auch die Leute gefoltert, denke ich Ja. mal, um ihn so ein bisschen zu triggern, um ihn rauszulocken, weil er ist halt der gute Jedi und da Jedis, das wurde ja, glaube ich, war das nicht im Trailer von, das war doch im Trailer von der Serie, wo auch gesagt wurde, Jedis können nicht aus ihrer Haut. Die Ja, 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 müssen ja. Die müssen helfen, die können diese diesen Kodex bedingsen. genau, die können diese Hilfsbereitschaft nicht ablegen, Ja. aber Obi-Wan haut trotzdem ab. Ja. Na gut, es ist halt auch wirklich, er hat auch richtig Schiss, das merkt man halt, er hat richtig Bammel vor Vader, So, weil er und halt das auch. ist dann, wo die Folge dann so sehr schnell Fahrt Ja. aufnimmt, finde Und ich. du siehst halt auch einfach, es ist halt auch so ein krasser Moment, wo du dir einfach Ja. überlegen musst, was geht in Obi-Wan vor? Ja. So, was geht da vor? Er sieht halt Vader zum ersten Mal, er sieht Anakin zum ersten Mal und sieht einfach, was Aus aus ihm Anakin geworden ist, geworden ne? ist. So. Ja. Und wie Anakin jetzt aussieht und wie er sich verändert hat und so. Das ist so, boah, das ist so richtig, richtig krass. Ein richtig krasses Feeling, meiner Meinung nach. Ja. Genau, dann werden die fast aufeinander getroffen, dann rennt Obi-Wan weg und dann treffen sie endlich aufeinander. Genau. Unauffällig das Bild geändert. ja, und. Das üben wir noch, den Übergang. Es Na! muss fließen, Auf da passiert jeden Fall. nichts. Ich hätte mir. Also, ich meine. Ne, die treffen aufeinander, Kenobi rennt weg. Kenobi zieht sein Lichtschwert, dreht sich im Kreis, dann kommt Vader, zieht seins auch. Dreht sie im Kreis, dreht eine Pirouette. Ja, genau. Er hätte sich einfach nur auf diese Hügel stellen Dann müssen. hätte er Dann hätte er gewonnen. gewonnen. dann rennt Kenobi wieder weg, dann treffen die aber wieder aufeinander und dann der Fight zwischen denen ist wie, wenn so ein Padawan gegen irgend so ein, keine Ahnung, Jedi-Meister kämpft. Also Kenobi hat ziemlich. Er war absolut überfordert von dem Kampf. Ne? Wie wir jetzt hier Ja. auch hier sehen, er braucht beide Arme und Vader easy mit einem Arm Ja, knechtet den. voll. Ja, es ist halt auch, Obi-Wan hat seit 10, man merkt halt, dass Obi-Wan seit 10 Jahren sein Lichtschwert nicht mehr in der Hand hat. Und so ist es Ja, halt, das stimmt. beziehungsweise nicht mehr ausgefahren hat. Es ist halt, ja, er ist nicht mehr gewohnt. Aus Und der Übung. Vader ist halt auch einfach, gut, Vader hat 10 Jahre durchpraktiziert. Ich denke mal, Vader ist noch nicht so zufrieden. Also, beziehungsweise, es ist halt auch der mächtigste Vader, den wir hier kriegen, den Ja. es gibt. Das ist Vader auf seiner Hochzeit, den wir hier sehen. Und das sieht man ja auch. Ich meine, wie Erfüllt er von da einfach, Hass. ja, erfüllt von Hass und vor allem halt auch richtig mächtig, also einfach richtig krass Ja. in der dunklen Seite. Alleine wie er diesen Turm umwirft, das ist schon Das ist Kraft. Für richtig. einen Jedi ist das ein Kraftakt, für die meisten Jedi ist das ein Kraftakt. Ich weiß nicht, was Obi-Wan jetzt nochmal für einen Midichlorian-Wert hatte. Ich Ach. hab's. Keine Weiß ich Ahnung. jetzt auch nicht, Aber Anakin aber. hatte höheren als Yoda. Und Yoda war krass. Ja. Gut, Obi-Wan ist auch krass. Aber Obi-Wan ist halt mehr, der kann mit der Macht einfach nicht so viel machen. Der muss sich eher mehr auf seine Skills verlassen. Man sieht ja auch, Obi-Wan ist ja auch eher defensiv. Ja, Ist ja. also in Star Wars Hat ja. Battlefront hat er die meiste Ausdauer. Ja, er hat halt einen sehr defensiven Kampfstil, Ja, ne? Ist genau. halt. Man merkt halt auch, dass Vader ist immer noch so wie damals. Vader hat einen sehr, sehr aggressiven Ja. und offensiven Kampfstil und geht full auf Angriff. Full Steps auf Angriff. Obi-Wan Full Steps auf Verteidigung. Das Ja, war ja schon genau. immer so. Das sieht man ja auch in Episode 3. Ja, das Obi-Wan. stimmt. Anakin schlägt auf Obi-Wan ein und Obi-Wan läuft die ganze Zeit rückwärts. Was nicht heißt, dass er schlechter ist. Aber er kämpft halt anders. Er kämpft halt, dass er geht in die Defensive und wartet seine Chance ab. Ja. Ne? Und, genau dasselbe haben wir jetzt hier. Gut, dass Obi-Wan halt überhaupt nicht mehr gewohnt ist zu kämpfen. Nein, leider absolut gar nicht. Gibt es auch eine Szene, die ich in der dritten Episode ganz interessant fand, wenn man das mal sich genauer anguckt. Da gibt es ja diese eine Szene, wo Anakin auf diesem kleinen Droiden über der Lava schwebt Ja. und Obi-Wan auf dieser Platte. Ne? Und Anakin springt halt dann mit auf die Platte. Und du siehst halt einfach, dass das Obi-Wan gerade richtige, dass Obi-Wan richtig Struggle bekommt, weil das halt überhaupt nicht auf seinen Kampfstil Nee. also ausgelegt ist. Und du siehst halt auch, Anakin ist total, also ist sehr behende auf dieser kleinen Kampffläche da. Und Obi-Wan hat halt richtig Mühe, die Schläge von Anakin abzuwehren. Absolut. Und dann rettet er sich halt praktisch, indem er auf diesen Hügel drauf springt. Ja.
Und ich fand's sehr episch, das denke ich mal, wissen diejenigen auch, die das Drehbuch geschrieben haben oder die Regisseuren waren, dass das die ganze Nacht stattgefunden hat, weil dann hast du das leuchtende Lichtschwert nochmal krasser. Ja. Das Und sah sehr episch aus. mir gefällt, wie mächtig die Lichtschwerter irgendwie wirken. Die sind so. Die schlagen so richtig krass gegeneinander. Irgendwie war das früher Ja, noch nicht so. so wie in Episode 7, 8 und 9. Genau das. Ja, boah, nee, komm, hör mir auf. Dann fand ich noch krass, was Vader zu Kenobi gesagt hat. Und zwar, ich bin zu dem geworden, zu dem ihr mich gemacht habt. Ja. Es hat ja Impact, der Satz. Der hat Stimmt. auf jeden Fall Stimmt, Impact, ja. ne? Hättest mich mal besser getötet, du Arschloch. Jetzt lebe ich in der komischen Rüstung hier. Also er hätte es eigentlich besser gefunden, wenn er gestorben würde. Weiß ich nicht, ob er das besser gefunden hätte. Man Ne? weiß eigentlich gar nicht, ich glaube, er weiß selber nicht so Ich glaube, richtig. das ist auch, ja. Ich glaube, er weiß selber nicht so wirklich, was er überhaupt möchte. Und deswegen, er ist ja auch die ganze Zeit, er ist ja die ganze Zeit hin und her gerissen, was er denn überhaupt will. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, ich habe in der ersten Episode gesagt, dass es wahrscheinlich keinen Gefühlsausbruch gibt Ja, seitens Vader, nee. weil der halt so skrupellos ist. Aber mittlerweile, ich könnte es mir jetzt doch vorstellen, jetzt wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, es ist ja eigentlich, und es gibt auch einen Comic, wo das passiert. Okay. Das ist wer Canon eigentlich. Also müsste es Ja, eigentlich keine Ahnung. passieren. Da Ich weiß. komme ich leider raus. Ja, ich bin auch nicht so richtig drin. Ich sehe das immer bei Star Wars Stories. Also ich sehe Ja. andere deutsche YouTuber da. Ja. Der zeigt ja mal diese Comics und da gibt es auch eine Szene, wo hier Darth Vader Obi-Wan um Vergebung bittet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das passiert und Obi-Wan halt ablehnt. Er muss ja ablehnen. Er kann ja nicht sagen, ja, hast zwar Schwamm 20 Jünglinge drüber. umgebracht und Ja, generell uns alle alle verraten, die Jedis ins Chaos gestürzt, die Galaxie ins Dunkel gestürzt, aber ey, verraten. Best Friends Best Forever. Friends Ich forever. kann Dann zeigen die sich gegenseitig ihre Freundschaftsarmbänder. mir gut vorstellen, dass das passiert. Das wäre geil. Das Das wäre wäre so geil. geil. Das wäre Okay, super du, interessant. wollen wir weiter mit der Episode machen oder erst den Kampf zu Ende? Ja, ich würde sagen, machen wir den Kampf noch zu Ende. Die Episode Okay. ist ja bald vorbei. Weil dann kommen wir zu einer Szene, wo Kenobi flüchtet. Vader rennt ihm hinterher, dann wirft Vader die Steinchen da um und zündet die an Genau. und hebt Kenobi hoch und dann ins Feuer, um quasi das heimzuzahlen, was er auch erlebt Ja, hat. du willst bestimmt darauf hinaus, warum dieser, also er den Droide mit Obi-Wan hat weglaufen lassen und er Ja, nichts dagegen getan hat. erstens das. Und zweitens, das Feuer ist ja an. Er Guck tut was noch mal Kenobi da kurz. rein. Kenobi hat Verbrennung. Das Feuer ist aus. Die eine, die den hilft, schießt wieder auf die Steine. Es brennt jetzt krasser. Jetzt kann es Vader nicht mehr ausmachen. Frage ist, also für mich wirkte das so, als hätte er Obi-Wan, ich bin mir sicher, hätte was tun können, aber es wirkte so von wegen, Der hat ihn gehen er hätte ihn lassen. gehen lassen, Ja, weil okay. er, vielleicht will er, dass Obi-Wan sich nochmal berappelt, vielleicht will Er will einen er, coolen ich glaube, Fight. er will das, er will, ja, ich glaube, er Weil er will, hätte ihn ja easy hops nehmen können. genau, ich glaube, er will Ja. nochmal, hat ihn gehen lassen, so, weil Quasi er eine erstmal zweite davon aus, Runde. weil er erstmal weiß, wir sehen uns wieder, Ja. und zweitens weiß er, dass Obi-Wan absolut keine Chance hat. Und er will ja sich beweisen. Er will ja zeigen, ich bin jetzt stärker als mein Meister. Ich Ja. kann ihn besiegen. Und ich bin dann mal wirklich gespannt, wie das ausgeht. Dieser Kampf zwischen den beiden. Wahrscheinlich so, ich sag mal in Anführungszeichen, unentschieden. Und vielleicht gibt es eine emotionale Szene. Wir werden sehen. Da bin ich mal gespannt. Ja, Wirklich. wo er Vader halb die Maske abschlägt und dann siehst du das Gesicht dadurch. Nö, das wäre jetzt bei von Rabbits ein bisschen geklaut, ne? Nein, hallo, alles neu. Dann sagt er auch so, Obi-Wan! Ja, Was? Das gab's ja noch nie. nein. Okay, auf jeden Fall haben wir dann, als die ganze Waffe im Darf Versteck ich noch kurz war, was ja, sagen? Ich möchte klar. noch eine kurze kleine Empfehlung aussprechen. Es gibt einen neuen Trailer zu Star Wars The Old Republic. Kann ich dir gleich mal zeigen. Alter, das ist so krass. Da habe ich mir, bei dem Trailer habe ich mir gedacht, müsst ihr mal eingeben, Star Wars The Old Republic. Ich glaube, der Trailer ist einfach 2022 oder so. Da kämpft, ich weiß, Darth Malgus, sagt ihr was? Ja. Kämpft praktisch gegen, habe jetzt den Namen vergessen, aber da ist, die Kämpfe, die sind so geil gemacht und das ganze Feeling, das ist genau so, wie Star Wars sein sollte. Das musst du gleich mal auf dich wirken lassen, wenn ich dir den zeige. Das ist richtig Ja. krass gemacht. Können wir ja gleich Ohne gucken. Scheiß. Ich wünsche Okay. mir einen animierten, einen Film oder eine Serie vom gleichen Animationsteam wie Ja. die Fist-Trailer für Star Wars The Old Republic gemacht haben. Ohne Ja, schon Scheiß, sind nice. richtig gut diese Trailer.
Naja. Okay, kommen wir zurück zu der Episode 3. Genau, die haben mit sich miteinander gebettelt und währenddessen hatten wir quasi, die waren ja in dem Versteck, wo die eine sie hingebracht hat, die den beiden hilft. Und Leia ist dann zum Schiff gerannt, was sie Ja. wegbringen sollte. Ja. Dann findet die dritte Schwester das Versteck und ist vor Leia da, obwohl Leia vor ihr losgerannt ist. Moment, How? ist sie nicht, die ist doch praktisch in die Arme gerannt. Ja, aber wie geht das denn, wenn Leia quasi vorher losgelaufen ist? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich an Nee. die Szene leider nicht mehr erinnern. Ich Okay. weiß nur noch, dass die Serie damit endet, dass Die eben Leia gefangen nimmt, weil die die vor Folge Leia wird. da ist. Genau, ja, okay. Und hat den Piloten umgebracht. Aber das eigentlich ja gar nicht geht, da Leia ja schon 5 Minuten vorher losgelaufen ist. Das weiß ich jetzt Ja, nicht. ich Das auch ist. nicht. Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen weird. Auf jeden Ja, Fall wird Kenobi können wir uns dann, ja gerne auch genau, nochmal von dem anschauen. Druiden gerettet und dann brechen die in das Schiff auf und fliegen dann nach Jabim. So, und dann können wir noch kurz über Episode 4 reden, wo Leia dann in dem Inquisitorenversteck ist und dann von Kenobi gerettet wird. Die Rettungsaktion fand ich eigentlich ganz cool, wobei man das eigentlich schon fast gedacht hat von Jedi Fallen Order, dass sie halt dann durchs Wasser und dann halt da reingehen. Und man sieht halt in Episode 4, dass Kenobi halt so seine Kräfte langsam wieder kriegt, ne? Wenn die Szene, wo er das Wasser zurückhält, oder wo der die Machttricks einsetzt, Ja, das tut er ja. gegen die Klontruppler. Das fand ich auch interessant. Also irgendwie scheint der Kampf mit Darth Vader ihm ja irgendwie was Zurückgegeben haben. zurückgegeben zu haben. Er hat jetzt plötzlich gar keine Hemmung mehr, die Macht zu benutzen und sein Lichtschwert einzusetzen. Also weiß ich nicht, woher das auf einmal kommt. Aber es ist ja interessant. Über eine Sache, wenn wir jetzt noch über Episode 4 kurz Ja. reden, dann müssen wir über eine Sache ganz besonders reden, und zwar das Grab, wo Ja. die ganzen Jedi drin waren. Das fand ich ja Ist ein bisschen creepy. makaber, Also, ja, das ist schon ein bisschen ne? heftig. Habt euch alle gekillt oder zumindest verletzt Ach, oder der kleine J Ach, erwürgt? der Jüngling, Ja. der dann da ein Also ich weiß bisschen. nicht, ob Vader, bevor er schlafen geht, Das nochmal durch das Grab geht und dann ist halt die eine Frage. Freudenträne Ja, die sind ja nicht von Vader getötet, oder? Das sind ja. Das weiß ich nicht. Oder ob es Klar, Inquisitoren das waren. würden Opfer von den Inquisitoren gewesen sein. Vielleicht geflohene Jedi oder so. Ich weiß Ist es wie so nicht eine genau. Trophäensammlung. Ja, aber, weißt du, wer nicht dabei war? Nee. Oder wo ich mal. Ich fände es ja so krass, wenn Mace Windu nochmal vorkommt. Ne? Meinst du, der ist tot? Ich hoffe Meinst nicht. du, den sehen wir nochmal Ich wieder? hoffe. Also Kann. ich hoffe, er ist rausgefallen, ist in die Tiefe gestürzt, aber weil er einfach so krass mit der Macht ist, hat er entweder den Sprung abgefangen oder hat sein Lichtschwert ausgefahren und ist Ja. an dem Gebäude runter oder ist auf dem Gleiter gelandet und hat es überlebt. Ja, ich Es kann mir wäre, nicht ich meine, vorstellen, dass. wenn fucking Boba Fett diese Bestie überlebt, dann kann auch Mace Ja. Windu den Fall darunter überleben. Ja. Na, ich gespannt. Ich. Ja, keine Ahnung. Dann lass ihn ein bisschen krass aussehen durch die Blitze, die er abbekommen hat, keine Ahnung. So ein krasses Comeback von Mace Windu wäre schon Sieht einfach geil. aus wie der Weil Imperator. das Ding ist, Auch so komplett wir wissen immer alt. noch nicht, wer Grogu gerettet hat. Ey. Ja. Ja, wir wissen nicht, wer Grogu gerettet hat. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann noch ein Comeback aufspart. Vielleicht sehen wir es morgen. Ihr Nee. müsst. Wir sitzen hier übrigens an einem Dienstag. Ja, morgen kommt Episode 5. Morgen kommt Episode 5. Mal sehen. Ich bezweifle es, aber es wäre krass. Ja, aber ich glaube, dass Schau mal, so ein letzter Kampf die heben zwischen sich das noch Mace auf, also Windu wer und. Grogu jetzt da gerettet hat. Ja, kann gut sein, ja. Ja, ich bin mal Also, gespannt. ne, das bleibt noch, steht noch in den Sternen. So, ich glaube, dann Man Episode muss 4 halt ist noch auch, gar ja. nicht mehr passiert. Genau, bis auf dann, genau, wollten die flüchten. Dann waren die in dem Hangar, sind erkannt worden. So, und dann gab's, Kenobi ist umstellt von den ganzen Klonen und Reaver ist Ja. vor ihm. So, dann dachte ich so, okay, cool, jetzt haben wir ein Battle zwischen Kenobi und Reaver. Aber dann kamen ja die Stehgleiter aus die Schlacht um Hoth, die wir schon kennen. Und Ja, stimmt. bei der Schlacht von Hoth können die quasi nur über dem Boden hovern, so 10, 20 Meter darüber. In der Folge können die jetzt auf einmal fliegen. Du meinst die kleinen Speeder, die können doch auch über Rot rumfliegen. Okay, wenn Also. die auf Hoth rumfliegen können, warum sind die denn dann nicht so smart und fliegen so, dass sie nicht getroffen werden können von den AT-ATs? Ja, wenn jetzt der AT-AT-Kopf ist und hier ist dein Schneegleiter, warum sollte ich hier unten fliegen und nicht da oben? Ich weiß nicht, Also ich meine, die fliegen. hätten ja so fliegen können, dass sie gar nicht getroffen werden. Aber die fliegen ja auch nur bis zum Raumschiff. Das ist ja nicht so hoch gewesen.
Ich Oder? rede jetzt von Episode 5, ne? Ja. Ja, aber ich meine jetzt in der Episode. Ja, die können ja auch noch hochfliegen. Also, ich meine, die taktischen Möglichkeiten, die in Episode 5 gehabt hätte, sind doch eigentlich ganz Aber sie andere. haben ja die AT-ATs so vorgebracht, indem sie diese Seile gespannt haben. Wir mussten ja tief Ja, fliegen. das ist richtig. Aber das wussten die ja auch erst, nachdem die drauf geschossen haben. Das stimmt allerdings. Das weiß ich ja. Das sind so, du bist so kleinkariert, Melvin. Hallo, ich bin Das General der stimmt. Rebellen, so geht das nicht. Ja, ich Awakening of the Rebellion, nichts anderes am Spielen. Naja. Okay. Naja. Aber Das kann ansonsten. ich dir leider auch nicht sagen. Was ich da Ja, allerdings, warum nicht, Lukas? weil ich eigentlich sagen kann, ist, wo ich ein bisschen das Story-Writing ein bisschen schwach fand. Es musste ja jetzt unbedingt noch ein Pilot sterben, um zu Ja. zeigen, Drama. Wir haben jetzt wir Drama. hier auch mal die Guten sterben auch mal. Ja. So. Der So. eine, mehr nicht. Ja, es ist so heftig irgendwie. Also, die graben irgendeinen Typen aus, der dann sterben kann. Und dann müssen wir uns 3 Minuten Trauer ansehen, wo Ja. man sich halt denkt, ich bin nicht traurig. Warum zeigt ihr mir das jetzt? Ja, Ich weil ich gar keine habe Charakterbindung zu dem keine Typen Ahnung, habe. wer Wer das ist. war Ist das mir denn? Der macht scheißegal. von dem Charakter, den ich 3 Sekunden vorher gesehen habe. Ja, ist mir scheißegal, was mit ihm Also, passiert. So. wie findest du eigentlich die Naja. neue Kleidung von Kenobi? Er hat jetzt nicht mehr die Robe, sondern was anderes an. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja. Es ist ja immer noch eine kurze Ja, aber Robe. jetzt ist ein bisschen fresher, Ja, es weißt sieht auf jeden Fall sportlicher aus als du? diese. Also ich fand im Kampf gegen Darth Vader sah er halt auch echt nicht besonders. Ah, nicht aus wie jeder Jedi, der was drauf hatte, Nee. sondern wirklich mit seiner Robe Wäre da. noch lustig, Und wäre über seinen Mantel gestolpert und ist er ja hingefallen. sogar fast. Also, Ja. er ist ja total gestolpert und. Tja. Hat Ich ja meine, keine der Chance. Drehort ist eigentlich super smart. Ja, wir brauchen eine Kiesgrube, stellen da 2, 3 Sachen hin, dass es futuristisch aussieht und Abfahrt. Ja. 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 Meinst du, was ich mich mal gefragt habe, ist das Darth Vader-Kostüm? Wird Ja. das immer wieder verwendet? Ist das das gleiche wie in Rogue One zum Beispiel? Ich glaube, die haben davon 3, 4 Stück und die werden immer wieder benutzt. Je nachdem, wie halt die Abnutzung ist. Ich weiß ja nicht, wie lange man das anzieht. Eine halbe Stunde vielleicht? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Na, das weiß ich auch nicht, aber na, würde mich mal interessieren, falls ihr da was wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja. Okay, dann Ende Episode 4 haben wir noch eine coole Szene, wo Leia und Kenobi Händchen halten. Ja. Das hat nochmal so die Bindung, finde ich, zwischen denen Ja. zeigt. Wobei Was dann die interessant ist. Frage ist, wenn die so eine Bindung zueinander haben und wir erinnern uns an Episode 4, Ja. wo Leia Kenobi um Hilfe bittet, warum sagt die nicht Ben? Warum duzt sie ihn nicht, sondern sieht sie ihn so? So, ja, Kenobi, ich brauche deine Hilfe. Wenn die doch so eine Bindung zueinander haben, können die sagen, ey, yo, Ben, weißt du noch damals? Stimmt. Hilf mir doch. Guten alten Zeiten. Sehen wir vielleicht auch noch. Vielleicht. Ja, es macht. Stimmt eigentlich, ja. Also dann wäre doch eigentlich die, Das ist ein also guter Punkt, ja, das stimmt eigentlich. das ist dann, man, die kennen sich ja jetzt anscheinend. Also, keine Ahnung. Entweder müssen die Episode 4 nochmal neu machen, oder die hätten das anders machen müssen. Ich finde, man stimmt sich schon relativ gut ab auf Episode 4. Es wurde jetzt Kritik laut gegenüber der Tatsache, dass man Darth Vader überhaupt sieht. Warum denn nicht? Es wäre halt langweilig, also es wäre halt Ja, wirklich kannst du nicht eine Kenobi-Serie machen und lame, wenn dann man Darth Vader nicht sehen musst du ja die würde. Retten vor Kopfgeldjägern. Oh mein Aber Gott. der Grund war halt, weil Obi-Wan später sagt, oder weil Vader später sagt, zumindest habe ich das gelesen, Ja. so, er sagt ja, als wir uns das letzte Mal, oder als ich euch verlassen habe, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Ja. Das wurde kritisiert, da muss man natürlich sagen, also da habe ich zumindest ich glaube von PC Games oder so, vielleicht, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wahrscheinlich war das falsch, aber er sagt halt eigentlich in der englischen Version, When I left you, I was about to learn. Now I am the master. Das kann natürlich auch in dieser Episode gewesen sein, weil Darth Vader muss komplett neu lernen, Die dunkle Seite die zu nutzen, dunkle ne? Seite zu nutzen und einen komplett neuen, er muss einen komplett neuen Lichtschwertstil kreieren, der auf seine Rüstung abgestimmt ist. Ja. Der jetzt sehr viel langsamer ist, zwar nicht weniger effektiv, Aber aber langsam. langsamer vor allem. Ist mehr, mit sehr viel mehr Kraft verbunden halt. Ja, aber die hat er ja Und durch sehr viel seine mehr krassen Arme. Tricks. Ja. Ja, es ist. Dann, was mir gerade, Was wenn auf wir jeden gerade Fall. bei Lichtschwertzielen sind, einfällt, in Episode 4, wo Kenobi von vorne Sturmtruppen kommen und von hinten, fand ich das cool, wie er quasi alles gedodged hat und abgewehrt und pariert und Ja. das war auch das, was du vorhin meintest Ja, mit dem ja. defensiven Ja, Kampfstil. aber es sieht auch Weil das cool. kann er. Ja, das kann er. Und da spielt Ewan McGregor auch wieder Ja.
eine super Rolle. Also er wirkt auch, halt auch immer noch so ein bisschen, ja, unbehende teilweise, ein bisschen ungeschickt, aber er kann es auf jeden Fall noch. Also er hat es noch drauf, Er so, hat's nur und das drauf. finde ich eigentlich schon ziemlich gut Ja. gemacht. Und man sieht auch, er kommt wahrscheinlich auch relativ schnell wieder in die Spur. Was mir Er gerade muss noch. ein bisschen üben, aber das Ja. kriegt er schon hin. Also ich glaube, das kriegt er schon wieder hin. Was mir gerade noch einfällt, sein Lichtschwert vom Even, ne? Ist ganz schön stumpf geworden. Du meinst das Lichtschwert vom Even? Ja, weil als er Leia rettet, Oder muss das Kenobi. Lichtschwert von Nein, 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 Kenobi, das also in Lichtschwert der. von Kenobi Ja. ist stumpf geworden, im Sinne von, als er Leia rettet, muss er damit mehrmals auf die Sturmtruppen einschlagen. Ja, Hä? das Darth stimmt. Maul ist in der Mitte zerschnitten worden und durch die Ja. Rüstung musste draufschlagen. Das war hier, da dachte ich mir gerade, Ja. das ist nicht, das ist kein Lichtschwert, was er da Das hat. ist natürlich auch immer so, dieses irgendwie Streifen, die da immer noch so mit der Spitze. Da ist dann so ein kleiner Riss in der Rüstung und dann sind die tot. Das ist halt auch, keine Ja. abgetrennten Körperteile, keine Ja, zerschnittenen aber machen die das nicht, weil es Rüstung CGI oder zu sonst irgendwas. aufwendig ist, wegen dem FSK? Was? Weil. Nee, das machen die einfach nur, weil es wegen dem FSK, weil es nicht ab Okay, 16 sein soll. weil so von Star Wars-Logik her ist da nämlich gar keine Logik, Da weil ist das wenig müsste ja Logik, kaputt ja. gehen. Ja, auch, aber gut, da geht's halt, weil die sterben ja so oder so. Ist ja okay. Aber komme ich wieder auf die Sequel zu sprechen. Da gab es ja diese Szene, da gab es ja diese eine Szene. Ja, wo Snoke geschnitten wird. Genau, wo Snoke in den. Nee, nicht Snoke. Nee. Hier, wo. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Imperator? Nee. Wen meinst du denn? Kylo Okay. Ren? Nein, der andere, mit dem der kämpft Finn. halt. Finn, genau. Ja, du. Das merke ich mir gar nicht erst. Auf jeden Fall, Finn kriegt ja so einen richtigen Schlag ab in den Rücken und hat nichts. Das ist halt Ja, der total müsste halt tot sein. albern. Das hat mich so aufgeregt. Boah, ich könnte mich schon wieder Also, aufregen hier. gib mir bitte mein Lichtschwert wieder, was alles kaputt macht. Nicht wie so ein Baseballschläger auf die Klontruppen einschlägt. Ja. Weil die einfach krass sind. Jo. Okay. Hast du noch irgendwas? Ich hab nichts mehr. Ich Gut, bin. dann kommen wir zu den zwei Abschlussfragen. Ja. Was erwartest du in der nächsten Folge? Mace Denke Windu. nicht. Was erwarte ich in der nächsten Folge? Ja. Keine Filler mehr. Ich hoffe, Ich dass man hoffe jetzt am doch. Ende. Ich hoffe, dass Obi-Wan, dass wir eine Szene sehen, wo Obi-Wan übt, sich Ja. mit dem Lichtschwert zu kämpfen. Wo Obi-Wan wieder so ein bisschen zur alten Stärke zurückkehrt. Also Das glaubst wäre du nicht, cool. nächste Episode ist, er bringt Leia nach Hause, fliegt nach Tatooine, guckt Lou 3 Stunden lang zu, wie er Podracer spielt und dann war's das? Ein bisschen Walfleisch hacken noch? Das wäre doch mal auch eine Das war mal entspannte eine entspannte Folge. Episode, Stimmt. ne? Ja. Einfach 40 Minuten lang die Szene Walfleisch hacken, nach Hause fahren, wieder hinfahren, Walfleisch Ja. hacken, wieder weiter. So ausmachen, eine 10-Stunden-Version. Ja. Nee, ach. Ja, wie gesagt. Also, du hast keine Ahnung. Du hast. Doch, habe ich doch gerade Ach gesagt. so, Ich ja. wünsche mir das. Mace Nein, ich wünsche Windu. mir, dass er eben, wie gesagt, so ein bisschen, dass wir eine Übungsszene sehen, wo er wieder ein Okay, bisschen. also sehen wir Liam Neeson morgen. Ja, das wäre Also cool. Mittwoch. Ich fände es Ja. schön, wenn wir Liam Neeson sehen. Das wäre natürlich Ich geil. denke jetzt nicht, dass schon in der nächsten Folge der Kampf zwischen da. Ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was am Ende kommt, der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Ja. Weiß ich aber auch nicht. Kann auch in der nächsten Folge schon passieren. Wäre ich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht. Also, Vader kam ja auch sehr Okay. früh, auch unerwartet. Also ich fand Vaders Auftakt auch Aber warum, sehr also wenn wir überraschend, jetzt dass er schon in nächste der dritten Szene Folge den Kampf vorkam. zwischen denen haben, was sehen wir dann in der letzten Episode? Du kannst dir jetzt nächste Folge nicht kämpfen lassen, die ganze Spannung ja weg. Was sehen wir in der letzten Episode? All daran? Ja, wahrscheinlich, ja, Also, deswegen. ne? Ich denke halt auch eher, dass es in der übernächsten wäre. In der nächsten könnte ja nur noch, wenn wir jetzt schon in den nächsten, wenn die jetzt schon in den nächsten kämpfen, dann wäre ja nur noch in der übernächsten, dass die Eben. Leia nach Hause bringt. Ja. So. Ist ja, naja. Keine Ahnung, vielleicht bringt der Leia nach Hause und dann fliegt Kenobi noch irgendwo hin und dann bettelt jetzt mit Reaver und dann bringt der Reaver um und dann kommt Vader, man weiß es Ich nicht. glaube nicht, dass Kenobi Reaver umbringt. Nicht? Nee, das ist von der Charakterchemie her irgendwie, das passt nicht. Vielleicht quatschen ja nur miteinander. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, ich fände es cool, das wäre überraschend. Das wäre ein überraschendes Ende. Ich kann mir aber vorstellen, dass der eher ins Gewissen redet und dann Wechselt die wechselt sie die Seite. Seite. Ja, ich glaube, Und dann also zusammen ich gegen weiß nicht, Vader. das ist so mein Eindruck. Ja, oh Gott, nee. Doch, und dann bringt Vader einfach Reaver um. Ja, oh, das wird passieren. Ja. Kurz einfach erwirkt. Oh ja, kann gut Oh ja. sein. Dann bringt Vader Reaver um. Dann ist die Machtstamina Das. weg und dann müssen sie sich betteln. Ja, ich würde mir ein Zusammentreffen von Obi-Wan und Reaver wünschen in der nächsten Episode. Ich glaube, das würde ich so sagen. Und dass Obi-Wan übt. Ja. Okay. Bitte übe. Bitte über. Okay. Episode 3. Wie viele Punkte von 1 bis 10? Das. Da würde ich jetzt tatsächlich sagen 8,5 von 10. Ja. Episode 4 würde ich allerdings weniger geben.
Wie viel? Nee, ich sag ja tatsächlich bei 3 9 von 10. Und ja. Episode 4 sag ich 7 von 10. Dem würde ich mich anschließen. Weil, oder 6 von 10. Ich fand, die war nicht gut, aber auch nicht schlecht. Und ich fand, sie hatte ihre Momente. Ja, ihre Kenobi-Momente. Ihre Kenobi- und Darth Vader-Momente, das waren ja die Momente. Aber an sich war das halt eine relativ irrelevante Folge, die man theoretisch auch hätte rauslassen können. Aber es stärkt natürlich nochmal die Bindung zwischen Obi-Wan und Leia so ein bisschen. Ja das auf jeden Fall, vor allem am Ende. Ja, genau. Und das ist halt auch einfach, man erlebt, man wächst mit seinen Erfahrungen, so man erlebt zusammen Dinge und das steigert natürlich auch nochmal so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden. Und ja. Genau. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Soweit? Ja, dann würde ich mich vielen Dank fürs Zuschauen bedanken. Du würdest beziehungsweise anhören. Ich bedanke mich dafür, wenn ihr bis hier und jetzt gehört habt. Ich bedanke mich auch dafür. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Fast eine Stunde. Echt? Boah, wie krass, ne? Eine Stunde. Ich habe mir den Mund fusselig. Genau. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Genau. Ich zeig dir jetzt noch den kleinen Trailer, den ich genau da. Und wie gesagt, schaut ihn euch an. Es ist richtig gut gemacht. Hören wir uns. Ganz toll. Nächste Woche wieder. Ja. Bis es wieder heißt. Obi-Cast Kenobi. Obi-Cast Kenobi. Ach man, der Name ist so gut. Der ist premium. Der okay ist iconic. So, alles klar. Okay, dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.